Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 4. Das neue Jahr hat im letzten Part begonnen und verlassen wir. Sind es sonst noch irgendwo welche? Ah ja, guck mal hier. Happy New Year! Ja, frohes neues Jahr. Mann, schon wieder ein neues Jahr. Das alte ging viel zu schnell vorbei. Das zeigt nur, wie super wir waren. Wir haben immerhin den Fall gelöst. Jetzt müssen wir nur noch die restliche Zeit genießen. Ich habe schon Pläne für die Winterferien. Du bist auch dabei, ob du willst oder nicht. Nächstes Jahr hauen wir re wieder rein, Partner. Oh Sensei, frohes neues Jahr. Ich habe Neujahrsgeschenke. Yosukes Eltern haben sie mir gegeben. Jetzt kann ich viele Snacks kaufen, aber vielleicht spare ich auch. Ich kaufe davon Geschenke für Nana-chan, damit wir alle Spaß haben. Hoffentlich wird das neue Jahr nicht so toll wie das letzte. Frohes neues Jahr, seit das neue Jahr begann, vergeht die Zeit wie im Flug. Der Fall ist gelöst und ich habe nichts mehr hier zu tun. Da dachte ich, ich könnte genauso gut ein normales Leben mit euch führen. Also nochmal, möge das Jahr für uns beide erfolgreich sein, Senpai. Und hätten wir alle, ne? Das ist Hauptgebäude, das Scheiße zu tun. Wenn du gerade allein hier bist, hast du nach dem Fuchs gerufen. Du wünschst dem Fuchs ein neues, frohes neues Jahr. Der Fuchs ist glücklich. Der Fuchs blickt für dich in die Münzbox an. Offenbar haben viele Menschen bei ihrem ersten Schreinbesuch im neuen Jahr etwas gespendet. Du verabschiedest dich von dem überglücklichen Fuchs und gehst. Es gibt noch andere, die im Laufe des Jahres, was sie nennen. Würde Sayoko noch ein frühes neues Jahr wünschen? Oder Bus. Sayoko. Oh Gott, okay. Na dann. Hinaba. Oh, was ist denn los? Toll, dass du ein Neujahr schon hier bist und arbeitest. Okay, als erstes musst du die Böden putzen, dann die Krankenbetten verschieben und. War nur Spaß. Frohes neues Jahr. Komm wieder, wenn sich alles beruhigt hat. Die von Sayako, die offenbar sehr viel zu tun hat, kehrst wieder in die Stadt zurück. Ihn ein frohes neues Jahr wünschen. Soll das Kisano noch ein frohes. Ja, genau. Okay, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Ayu-chan, du bist immer so quirlig. Tut mir leid, ich bin noch in Trauer, deswegen kann ich keine Neujahrsgrüße austauschen, aber es war schön, dich zu sehen. Das sollten wir bald wieder wiederholen. Wenn du Marie oder Margaret noch nicht getroffen hast, du solltest zum Velvet Room gehen. Das habe ich mir jetzt auch schon eigentlich gedacht. Wo ist denn Marie? Welcome to the Velvet Room. What business do you have here? My, quite formal of you. I did not realize that the year had passed. After all, this room is distance from time. Ah, I remember now. I have something I must tell you. Marie has left this room. I suppose that means that her purpose here has come to an end. Ach so? Oh
Warum ist sie gegangen? Wahrscheinlich war ihre Warum Anne ist sie gegangen? Not too long ago. This room is tightly bound to your fate. My master selects the scenery and even the other residents to match the fate of our occasional customers. You may have already noticed, but it was you who ushered her here. She arrived in this place not long after you first visited this room. All we did was provide a name and a role for her. Your fate led Marie here, and you forged a bond with her. I do not know either. However, if you wish, I can locate Marie and take you to her. I must warn you, though. It may involve danger. What is your choice? Ich will aber noch nicht die Story weiter. Hallo? Ich will noch nicht in den nächsten Dungeon. Leute, ich will noch nicht in den Dungeon, bitte. Ist einfach gefährlich, kein Problem, oder? Very well. Please give me Ach so, okay. Once I am prepared, I will come for you. Please wait until then. Okay, alles klar. Wo ist Marie hin? Du wartest, bis Margaret dich abholt. Okay, alles klar. Das merkt die Hälfte aller Social Links abgeschlossen. Wie wunderbar für dich. Nun, dies ist für dich. Die Hingabe an deine Social Links wird zur Hingabe an deine Welt. Ich freue mich darauf, deine Welt kennenzulernen. Mit Hat. Oh, danke schön. Ist ja nett von dir. Okay. Du hast allen ein frohes neues Jahr gewünscht, den du im Laufe des Jahres kennengelernt hast. Nach Hause gehen. Geh mal gleich. Moment, ich will jetzt erstmal die Waffe ausrüsten. Ja, stimmt, wir haben die Hälfte der Social Links ausgemaxt, ne? Ich habe sie nicht ausgemaxt. Hier Margaret. Ja, das war jetzt mit dem Persona Sammeln. Das habe ich. Nanako habe ich nicht aus dem Fuchs. Das habe ich auch nicht gecheckt. Irgendwie die Quest. Die Altpaar haben wir auch nicht. Die Krankenschwester. Nein, haben wir nicht. Und Adachi. Adachi können wir jetzt auch nicht mehr ausmaxen. Das geht nicht mehr. Das hätten wir früher machen sollen. Ja, das, ich habe ja nicht gewusst, dass das der Mörder ist. Außerdem war der auch nicht so oft da. Ihr wisst, ich habe oft nach Adachi gesucht. You're back. Yep. Ich glaube, uns den Klammer, den ganzen Tag rumgelaufen bist. Jetzt. Jetzt bist du schon mal in deinem Nachtjob. Hey, bitte, du willst so spät noch arbeiten? Ernsthaft? Glaubst du, dass ich das als ein Erziehungsberechtigter erlaube? Wahrscheinlich nicht. Du bist mir vielleicht einer. Mir ist so eiskalt aufzutischen, obwohl du weißt, dass ich das nicht in Ordnung finde. Na gut, na gut. Ich vertraue dir, zumindest ist es mir so lieber, als wenn du dich nachts heimlich über meinem Rücken verdrückst. Aber denk dran, auch in einer kleinen Chavisa ist es nachts gefährlich. Also pass gut auf dich auf, ja? Dass du mir nicht in Schwierigkeiten gerätst, junger Mann. Ja, das ist ja eh nur. Ja, man hatte eh die Nacht schon nett. Ich freue mich, dass du dich vielleicht erkältet. Oh nein. Das kann nicht wahr sein. What the fuck? Was? Kommunikationsfehler? Ich gebe dir gleich Kommunikationsfehler. Da ist jemand an der Tür. Happy New Year! Oh, wait, I already said that. I hope we get along this year, too. But I already said that. Sorry to drop by unannounced. I thought about calling you, but we were already in the area. Thank you for inviting me in. You've got to wait for him to actually invite you in first. Das heißt, die Kommunikationsfehler. Ich hätte gleich einen Kommunikationsfehler. Do you have any plans during the break? If you don't have anything lined up, why don't we go skiing? There are a lot of mountains in the area, and it seems that there are a lot of little ski resorts around here. It'll be a cheap trip because it's local, and the snow quality is supposed to be pretty good too.
What do you think? Alright, I knew you'd say that! Chia and Yukiko said that they're free too, so I'm going to start making serious plans for this. Yukiko's usually busy during this season too. If she's free, I'm pretty sure everyone else should be able to come. Ooh, another overnight event! I'll leave ski tracks of love under the frigid sky! Hey, Yosuke, do we have a plan for our second chance at a surprise sneak-in? Why are you assuming that we're going to try that again? What happened last time was bad enough. Diesmal ist wahrscheinlich keine Hanako dabei. That doesn't make much sense. I mean, stop bringing that up. We're talking about skiing here. Skiing? Ah, you guys are here. Hello. Sorry for barging in. Oh, and Happy New Year. Oh yeah, same to you. Well, we're gonna go now. Sorry, but I'm leaving you to fend for yourself for a while. We should be back by the middle of the month. Are you going on a trip? Nah, we're headed to the hospital. Nanako was only allowed to leave the hospital for New Year's. I need to take her back. Seriously? I'm sorry, I shouldn't have mentioned stuff like skiing at a time like this. No, that's okay. Nanako's getting better, but the doctor wants to be sure, just in case. I'll be going along for physical therapy and to keep her company. But I'm all better! You don't want there to be any germs hiding away inside you, do you? Don't worry, I'll be with you. It won't be for much longer, okay? Well then, sorry, but I'll have to count on you to look after the house. Big bro. Poor Sensei. Are you all alone at home again? I know. I'll stay here with you until Nana-chan and Pops come back. Stay? Wait, do you plan on moving in? Don't be stupid. He already has to do all the housework. I can't saddle him with some burden like you. Sensei, your life with me will be priceless! Wowee! Now that's my sensei! You're agreeing just like that? Man, I'm no kanji, but you seriously are an easygoing guy. Now that that's decided, I'm gonna go get my bare longings and some snacks. Man, he's out of our control. Look, just let him spend one day here at least. If he bugs the hell out of you, you can send him back to me whenever you want. And think about that ski trip. I'll send you an email once I've got all the details worked out. Du wirst mit den anderen Ski fahren und während Dojima und Nanako weg sind, wohnt Teddy bei dir. Du hoffst, dass alles gut geht. Als Teddy mit seinen Sachen zurückkommt, hilfst du ihm auspacken. Danke, dass du mir beim Auspacken geholfen hast. Jetzt schlafen wir beide unter demselben Dach. Ja, gut. Speichern kann ich noch, okay. Der Zustand hat sich noch verschlechtert. Du fühlst dich benommen, was ist hier los? Plötzlich verschwimmt alles. Sensei! Du hörst aus der Ferne Teddys Stimme. Das ist... Okay, ich habe ihn zugedeckt. Fieber gemessen. Als nächstes war... Er braucht eine kalte Packung. Halte durch, Sensei. Dein Körper fühlt sich schwer an. Alles verschwimmt wieder vor deinen Augen. Das ist... Du träumst offenbar wieder. Well, I came to say goodbye. It's been fun. Du willst aber sagen, doch aus irgendeinem Grund geht das nicht. I'm sorry. Don't worry.
The fog in your world is gone. I'm sure you will have a peaceful future. It's a shame I won't be there to see it. Thank you. I'm so glad to have met you. So, let me end this while I'm still happy. Don't make that face. This is all for the best. Goodbye. Plötzlich verstummt alles. Dir wird schummrig. Es ist, als würde alles in Dunkelheit getaucht. Er scheint Schmerzen zu haben. Er ist erkältet. Der Winter hier ist ziemlich gnadenlos. Den Skiausflug verschieben wir wohl lieber. Ohne Yu hat es keinen Sinn. Warum hast du ihn unter den Kotar zugelegt? Ist das nicht ungesund? Warum nicht? Ein Kotatsu hilft gegen die Kälte. Erkältung, nicht Kälte. Wird Senpai wieder? So ein Mist, ich fühle mich so hilflos. Er wird schon wieder. Das Medikament aus dem Krankenhaus scheint zu wirken. Es wird noch ein paar Tage dauern, aber Teddy kümmert sich um ihn. Also, Teddy, kümmere dich für mich um Senpai. Of course. Teddy macht das schon. Ich habe jede Nacht bei ihm geschlafen. Eine tolle Hilfe ist das. Du lagst längere Zeit im Bett, doch du scheinst endlich wieder gesund zu sein. Sensei, keine Angst, ich bin da. Teddy hat sich offenbar um dich gekümmert. Guten Abend. Bitte verzeih die Störung mitten in der Nacht. Ich musste etwas über Marie sagen, deshalb wollte ich dich direkt kontaktieren. Leider nicht. Allerdings habe ich etwas entdeckt. Erinnerst du dich an meine Worte von früher? Ich habe gesagt, es könnte gefährlich sein, dich zu Marie zu bringen. Ich fürchte, das könnte sich als richtig erweisen. Wahrscheinlich befindet sich das Ziel nicht im Reich der Menschen. Diese Aufgabe wird deine Persona auf die Probe stellen. Bis ich dich abhole, solltest du also weiter an deinen Bindungen mit anderen arbeiten. Sammle in der Zeit weitere Personas, damit du bereit bist, wenn es soweit ist. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Marie ist wohl an einem äußerst gefährlichen Ort. Verbessere die Bindung zu deinen Freunden, bis Margaret dich abholt. Du bringst Teddy zu Bett und gönnst dir selbst auch etwas Ruhe. Ja, weißt du, ich würde ja gerne meine Bindungen knüpfen, aber das Spiel skippt die ganzen Tage durch. Heute beginnt das dritte Trimester. Du hast dich vollständig erholt. Sensei, ich glaube, es geht dir wieder gut. Pass auf dich auf. Ah, jetzt beginnt wieder Schule. Okay, gut. Du hast deine Winterkleidung aus der Kommode und gehst zur Schule. Yo. Moin, Yu. Geht's dir besser? Ich bin echt krass erschrocken, als Teddy mir gesagt hat, wie schlimm es war. Du hast an dem Tag auch ziemlich geächtzt, als ich dich besucht habe. Es war zwar nicht eingeplant, aber ich bin froh, dass Teddy da war. Er hat sich prima um dich gekümmert. Kein Ding, jetzt geht's dir ja wieder besser. Ach ja, wegen des Skiausflugs. Wir haben entschieden, den auf irgendwann später zu verschieben. Ich heb mir mein Neujahrsgeld auf, also schmieden wir Pläne für später. Im Februar sind noch einmal Ferien. Das ist gleich ein guter Termin. Frohes neues Jahr. Hoffentlich wird das neue Jahr so gut wie das letzte. Habt ihr das neue Jahr alle gebührend gefeiert? Damit meine ich, habt ihr alle das Richtige gegessen. Ich hatte Zoni, Osechi und natürlich Toshikoshi-Nudeln. Man muss zu Neujahr einfach Toshikoshi essen. Dabei habe ich die Kagami Mochi völlig vergessen. Deshalb, selbst wenn man sie nicht isst, sie sind auch wichtig. Ich war in Eile, aber ich bin bestimmt nicht der Einzige, der das neue Jahr mit nicht richtig eingeläuft hat. Also, Amagi, hi. Du kennst die Antwort vielleicht. Narukami. Sag mir, was man oben auf einen Kagami Mochi legt. Eine Münze, ist es nicht ein Räucherstich, ist es eine Orange, oder? Meinst du, die richtige Antwort gegeben zu haben? Ey, das stimmt. Keine beliebige Orange. Es muss eine Bitterorange, ein Dai-Dai. Ein Dai-Dai sein. Was so viel heißt wie mehrere Generationen. Natürlich schmecken sie nicht besonders, es ist aber die Symbolik, die zählt.
Habt ihr das alles verstanden? Macht nächstes Jahr nicht den gleichen Fehler wie ich. Du hast richtig geantwortet. Wir sollen jetzt unsere Social Links verbessern, weil Marie anscheinend an einem gefährlichen Ort ist. Das heißt, wir haben den Dungeon freigeschaltet. Das heißt, wir haben es richtig gemacht, alles. Was machst du heute? Also, wir mussten ja eigentlich nur sie ausmaxen. Aber ich hatte dann irgendwie trotzdem Angst, weil ich halt die Friendship-Route genommen habe. Und ich dachte, ich habe jetzt halt gedacht, vielleicht muss man die Romance-Route nehmen. Zum Glück nicht. Sonst hätten wir das nämlich nicht machen können. Ist ja jemand da, den wir. Ja, toll. Ihr zwei wieder, ne? Immer noch nicht genug Mut, oder? Wenn sie gut erholt zu haben, hast du ganz schön gerufen. Ja. Können sie gar nicht einladen, was? Ich frage mich eigentlich auch, wo Kanji ist. Den habe ich noch nie in der Schule gesehen. Können wir jemanden ins Kino einladen? Also können wir ja auch die Bindungen stärken. Obata. Shibata wechselt dann eine neue Schule an, der jeder Obata heißt. Das wird er alles tun müssen, um sich anzupassen. Oh Gott. Komm hier aus, gay. Ja, was gibt's? Im Kino? Klar, ich bin dabei. In Okina, oder? Ich hüpfe auf mein Motorrad. Wir treffen uns da. Dauert nicht lang. Sorry to keep you waiting. Well, let's go. Geht's mit Yosuke ins Kino. Der Minotios erstellt 3D-Schulgebäude für... Also, erstellte 3D-Gebäude führte dir den rasanten Fortschritt der Technik vor Augen. Du hast mit Yosuke den Film geguckt, ich schwör's, dass ich doch den Film etwas in Yosuke verändert hat. Normalerweise leihe ich mir Filme immer nur aus, aber es ist cool, auch mal ins Kino zu gehen. Das war spaßig, ich mach mir bald wieder, ja? Ich hätte gerne die Eimer wieder hier. Oh stimmt, Nana-chan hat mir vor einer Weile erzählt, dass du Gemüse ziehst. Das ist nicht fair, ich will auch Gemüse ziehen. Daddy ist nach draußen gegangen. Du hörst ja die Stimme. Hä? Es ist kalt. Was ist das? Sensei, sieh das an. Komm, grad mit mir. Warte mal, es ist kalt, ich geh mich lieber umziehen. Dir geht es gerade erst wieder besser, du solltest dich besser warm anziehen. Hier, grad mal hier. Sino Sensei, da kommt was. Du hast einen überwinternden Käfer im Boden gefunden. Was? Warum? Wie? Wenn es schnappt, verkrampft sich Käfer also im Boden. Sind die schüchtern? Nana-chan wird sicher überrascht sein, wenn wir erzählen, dass wir einen Käfer gefunden haben. Sensei, meine Hände werden ganz kalt. Und wir können nicht zulassen, dass du wieder krank wirst. Gehen wir rein und wärmen uns unter dem Katatsu auf. Nicht nur ein Käfer, sondern mehrere Käfer. Es hat Spaß gemacht. Meine Hände sind eiskalt und wir könnten kein Gemüse ziehen. Aber es hat Spaß gemacht. Das sollten wir bald wieder tun. Wenn so hoch Schnee liegt, kannst du kein Gemüse mehr ziehen. Aber du kannst nach Insekten im Winterschlaf suchen. Mit den Gartengeräten kannst du nach Insekten suchen. Ja,
armen Insekten, lass die doch da schlafen. Das ist halt auch das Geilste, ich weiß gar nicht, wie man diese Skillkarten benutzt. So muss man die einfach hier. Oh. Es ist so einfach eigentlich. Skillkarte, die Mudo Boost verleiht. Zack, verleiht. Was für Kommunikationsfehler. Was ist hier los? Schön, dass ich dich hier treffe. Hey, wenn du Zeit hast, wollen wir da mal was zusammen machen? Supi, dann sehen wir uns später. Na gut Leute, ich sag mal beim nächsten Mal bei Persona 4 und ciao.